Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben die lange Pause alle gut überstanden. Wir kommen jetzt zum zweiten Kapitel in der Vorlesung. Da geht es um die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist das zweite Kapitel von der Vorlesung Mathematik trifft Philosophie. Zum vermutlich fröhlichsten Zusammentreffen zwischen Mathematik und Philosophie ist es 1728 gekommen, bei einem Diner in Paris. Da traf ein junger Schriftsteller und Philosoph mit dem Künstlernamen Voltaire auf einen noch nicht 30-jährigen Mathematiker namens Condamine. Angeregtes Gespräch, und es kam auf die französischen Staatslotterien, mit der ewig bankrotte französische Staat seine Finanzen etwas aufmöbeln wollte. Die beiden jungen Leute kamen bald drauf, dass irgendetwas mit der Lotterie nicht in Ordnung war, denn die Lose kosteten unterschiedlich viel. Der Gewinn aber war immer derselbe. Das war ein klassisches Beispiel für ein unfaires Spiel. Man konnte das anprangern oder ausnutzen. Also Voltaire, der hatte schon oft genug bewiesen, dass er vor der Obrigkeit keine Angst hatte. Seine Spottsucht hatte ihm unter anderem schon ein Jahr in der Bastille eingebracht und 2 Jahre im Exil in England. Wieso sollte er jetzt nicht einen Fehler des französischen Finanzministeriums zum eigenen Vorteil wenden? Voltaire kannte, wie er selber gerne sagte, genügend bettelarme Dichter und Denker, um nicht ihre Zahl selbst erhöhen zu wollen. Und Condamine zeigt ihm jetzt, wie man mit ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung einen ganz großen Coup landen könnte. Grob gesagt ging es darum, dass man viele von den billigen Losen kauft. Wirklich sehr viele, im Idealfall alle. Dann hatte man mit relativ wenig Geld eine große Chance, die Lotterie zu gewinnen. Das war ein ganz einfacher Grundgedanke. Die Durchführung war natürlich extrem kompliziert. Man musste Strohmänner vorschicken, man musste Scheingeschäfte tätigen, man musste Notare bestechen und so weiter. Es traf sich schon ganz gut, dass Voltaire ein begnadeter Netzwerker war und schon einen bekannten Namen besaß. Das Vorhaben von den beiden gelang. Diese Lotterie wurde Monat für Monat wiederholt und Monat für Monat bekamen alle, die an dem Schelmenstück beteiligt waren, einen satten Gewinn. Es hat 2 Jahre gedauert, bis die Behörden dann hellhörig wurden. Und dann kamen Voltaire und Condamine vor Gericht. Aber das Gericht sprach sie frei, denn die beiden konnten beweisen, sie hatten sich nur an die Spielregeln gehalten. Die Lotterie wurde aber ausgesetzt und der unglückliche Generalinspektor der Finanzen, der wurde gefeiert. Aber Voltaire und Condamine, die waren steinreich geworden. Noch kurz, wie es weiterging. Also Condamine, der benutzte sein Geld für Expeditionen. Zunächst eine Expedition von 2 Jahren in die Levante und danach eine Expedition 10 Jahre nach Südamerika, wo er unter anderem auch das gesamte Amazonasbecken durchreiste. Später zurückgekehrt, widmete er sich ganz der europaweiten Impfung gegen die Pocken. Und als er mit 73 im Sterben lag, da stellte er sich als Patient zur Verfügung, um eine neue Operationsmethode zu testen. Ich muss sich vorstellen, damals gab es noch keine Narkose. Die Operation gelang. Aber diesmal hatte Condamine Pech. Er starb an Wundbrand. Und Voltaire, also der konnte seinen neu erworbenen Reichtum in den kommenden Jahren vervielfachen, damit auch seine Unabhängigkeit. Er wurde zur Galionsfigur der Aufklärung und zum berühmtesten Menschen seiner Zeit. Und entscheidend an seinem kometenhaften Aufstieg war eben die Wahrscheinlichkeitsrechnung beteiligt gewesen. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung wird gern als die Mathematik des Zufalls bezeichnet. Aber den Zufall, den hat Voltaire stets negiert. Es gibt ihn nicht, sagte Voltaire.
Wir sprechen vom Zufall, wenn wir die Wirkung kennen, aber nicht die Ursache. Doch alles hat seine Ursache. Daher ist nichts zufällig. Das war damals die Mehrheitsmeinung unter den Philosophen der Neuzeit. Das Weltbild war spätestens mit Newton ein streng deterministisches geworden. Übrigens, dieses Weltbild hat sich in den letzten 100 Jahren wieder geändert, und zwar wieder unter dem Anstoß der Physik. In der Quantenmechanik scheint der Zufall eine ganz andere, eine fundamentale Rolle zu spielen. Aber auf diese Fragen will ich hier nicht eingehen. Die sind mir viel zu kompliziert. Was der Zufall ist, das ist eigentlich immer unklar gewesen. Definitionsversuche sind, Zufall ist etwas, was sein, aber auch nicht sein kann. Zufall ist etwas, was ohne erkennbaren Grund geschieht. Zufall ist etwas, was durch das Zusammentreffen mehrerer Wirkursachen entsteht und so weiter. Das sind einige Erklärungsversuche. Die Mathematiker und Mathematikerinnen, die haben keine Definition für den Zufall zu bieten. Ihre Absicht ist zugleich bescheidener und ehrgeiziger. Sie wollen mit dem Zufall rechnen. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist erst relativ spät entstanden. Ihre Geburt wird üblicherweise einem Briefwechsel zwischen dem Philosophen und Mathematiker Blaise Pascal und dem Juristen und Mathematiker Pierre Fermat zugeschrieben. Aber damals, im 17. Jahrhundert, da lagen die Ideen wirklich in der Luft. Zunächst waren es Glücksspiele, die interessante mathematische Probleme aufgeworfen haben. Das macht es umso erstaunlicher, dass es in der antiken Mathematik keine Wahrscheinlichkeitsrechnung gegeben hat. Denn Glücksspiele gab es ja auch schon früher. Also die Griechen zum Beispiel, die sahen sich als die Erfinder des Würfelspiels, als Zeitvertreib für die Belagerer von Troja. Tatsächlich waren aber die Ägypter ihnen schon voraus. Und Würfel findet man als Grabbeigabe in den Pharaonengräbern der ersten Dynastie. Was die Griechen wirklich erfunden haben, das war das Münzgeld. Und man kann annehmen, dass bald darauf Kopf oder Adler gespielt worden ist. Im Mittelalter wurden dann Spielkarten sehr populär und Gutenberg hat zwar zunächst pflichtschuldigst die Bibel gedruckt, aber noch im selben Jahr einen Satz von Tarotkarten. In Florenz der Renaissance, da gab es Lotterien und die französische Aufklärung hat dann das Roulette uns beschert, übrigens die Erfindung eines Polizeioffiziers, und die Industrialisierung hat dann zu Glücksspielautomaten geführt und die Digitalisierung zu zahllosen Apps. Also die Menschen haben immer gerne mit dem Zufall experimentiert, haben immer gerne mit ihm gespielt. Und umso erstaunlicher ist es, dass die Menschen im Abschätzen von Wahrscheinlichkeiten so extrem unbegabt sind. Die Mathematik ist voller paradoxer Resultate, aber in der Stochastik, also der Wahrscheinlichkeitslehre, scheinen sie besonders gehäuft aufzutreten. Ich will Ihnen da zwei Beispiele zeigen. Erstes Beispiel. Nehmen wir an, dass in einer Bevölkerung die Wahrscheinlichkeit, Corona infiziert zu sein, 1 zu 1000 ist. Ich weiß nicht, ob das halbwegs hinhaut. Ist auch ganz irrelevant, es ist ein Gedankenexperiment. Wir nehmen das an. Nehmen wir an, dass ein Test entwickelt worden ist, der untrüglich erkennt diejenigen, die infiziert sind, aber der mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, 5% auch bei Gesunden ein positives Resultat liefert, also sagt, die Person ist infiziert. So einen Test gibt's nicht, wohlgemerkt. Aber wenn es ihn gäbe, wäre es ein ausgezeichneter Test. Und nehmen wir jetzt an, dass Sie getestet werden und auch positiv getestet werden. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass Sie auch wirklich Corona infiziert sind? Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Schätzen Sie. Die meisten, die da schätzen, liegen ganz falsch. Sehr häufig findet man eine Antwort wie etwa 95%. Tatsächlich ist es viel geringer. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an Corona infiziert sind,
ist bei ungefähr 2%. 2% ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der positiv getestet worden ist, auch tatsächlich infiziert ist. Das ist schon recht überraschend, nicht wahr? Und jetzt das zweite Beispiel. Nehmen wir an, dass zwei Medikamente entwickelt worden sind gegen Covid. Nennen wir sie Alpha und Beta. Sie sehen vielleicht, dass ich bei der Wahl meiner Beispiele absolut am Puls der Zeit bin. Also Alpha und Beta müssen jetzt klinisch getestet werden, bevor sie in Großproduktion gehen. Bei den Menschen unter 65 stellt sich heraus, Alpha hilft 90 von 240 getesteten Personen. Beta hilft 20 von 60 getesteten Personen. Jetzt ist es so, 90 durch 240, das ist größer als 20 durch 60. Also hilft Alpha mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als Beta. Alpha ist das bessere Medikament. Jetzt gehen wir zur anderen Testgruppe, zur sogenannten Risikogruppe, die Menschen über 65. Da stellt sich heraus, Alpha hilft 30 von 60 getesteten Personen. Und Beta hilft bei 110 von 240 getesteten Personen. Wir rechnen das wieder durch. Wir sehen, 30 durch 60 ist größer als 110 durch 240. Also ist wieder Alpha das bessere Medikament. Daher wird die Produktion von Beta eingestellt und Alpha wird auf Teufel komm raus produziert. Aber dann kommt eine Expertin und sagt, halt! Alles falsch. Schaut euch doch die Zahlen an. Was sagen die Zahlen? Alpha und Beta sind jeweils an 300 Personen getestet worden. 60 plus 240. Und Alpha hilft 120 Personen, nämlich 30 plus 90. Beta hilft 130 Personen, nämlich 20 plus 110. Also ist insgesamt Beta das bessere Medikament. Und das ist schon sehr überraschend, nicht wahr? Bei den Jüngeren ist Alpha besser. Bei den Älteren ist Alpha besser. Und insgesamt ist Beta das bessere Medikament. Das ist sehr überraschend, nicht wahr?